Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Sonntag, der 29. März, 9.34 Uhr die Neuigkeit heute. Wir freuen uns, einen Neuanzug auf Präludien zu begrüßen, Christine. Ich hoffe, dass ihr mit Rat und Tat zur Seite steht. Das war alles, ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf Präludien. Okay, Christine ist jetzt so ein random Einzug. Ich hoffe, ich mag sie und ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie ich sie sprechen werde. Da ich noch nicht weiß, wie sie so ist, welchen Typ sie hat, muss ich dann bis zum nächsten Part gucken. So wie bei Keks es war, schätze ich mal, dass ich es komplett falsch mache, aber bin gespannt, wer da eingezogen wird. Also Christine kann ich mir jetzt direkt nichts drunter vorstellen. Aber gut, holen wir uns erstmal so alles daraus. So, ah ja, okay, die Akademie des schönen Hauses hat mir geschrieben. Und dann kriege ich noch die drei Sachen, die ich bestellt habe, alles klar. Cool. Und heute ist Sonntag, Leute. Heißt, es ist Rübentag. Nur mal das so am Rande. Gucken wir doch mal. Herzlichen Glückwunsch. Zur Feier der Vergrößerung deines Hauses haben wir ein Geschenk für dich. Was ist schließlich ein modernes Zuhause ohne nützliche Elektrogeräte? Akademie des schönen Hauses. Alles klar. Und was ist das noch? Punkte 7939, Rang B. Du hast eine Menge Möbel gesammelt und dir ein wahrlich individuelles Heim geschaffen. Wir hoffen, dass dir das Geschenk gefällt und du dein Haus weiter verschönerst. Was? Ich bin jetzt schon Rang B? Ich habe doch noch gar nichts. Naja, so, ah ja, stimmt, ich muss mir auch noch meine neuen Sachen. Balkonteich, stimmt, die haben wir ja bestellt. Jeans Shorts, die finde ich ganz cool. Ah ja, den King KK. Und dann schauen wir mal, was wir da. Wenn Elektro geht, ein Staubsauger. Ja, der wird, denke ich mal, ganz gut passen. Antisekretär platziere ich doch mal. Ja, ich sehe jetzt nicht so viel davon. Hallo? Ah, das ist ein Kleiderschrank, kann es sein? Hä? Ah, wie cool. Okay, ja, das behalte ich auf jeden Fall auch mal. Ich muss sowieso in mein Zuhause, damit wir wieder Ausrüstung bekommen. Ich habe das ja alles auf der Spinneninsel beim letzten Part zurückgelassen. Oh mein Gott, das ist jetzt schon so viel größer. So geil. Sehr cool. Dann würde ich sagen, wir werden als allererstes mal umdesignen. So. Also was soll ich in so ein großes Zimmer alles reinstellen, ist die Frage. Aber nun gut. Das hier mal wieder in die Ecke. Aber ich würde sogar den Stuhl mal hier mitnehmen diesmal. Wie kann ich den drehen? Greifen? Nee. Drehen. Hä? Ah. Ach so, nur kurz. Ah, stimmt. Alles klar, dann mehr auswählen. Das kann eigentlich alles einfach nur ein Stück, ja, nach hinten. Moment mal, der steht ja noch gar nicht ganz hinten, ne? Dachte ich mir eben. Das soll auch wieder in die Ecke. Ja, jetzt haben wir ziemlich viel Platz hier, aber okay. So, ich würde erstmal sagen, das neue KK-Lied kommt direkt mal hier hin. King KK an die Wand. So. Muss mir mal die Bilder merken, jetzt haben wir schon 5. Und ja, mal schauen, wir gehen jetzt erstmal ins Lager. Auf jeden Fall erstmal wieder eine Angel. Eine Schaufel, ja. Kescher habe ich ja. Eine Gießkanne. Eine Schleuder. Alles klar, dann gucken wir doch mal. Was fehlt denn noch? So, dann Sternis werde ich mal 99.000... Ups, achso, ich kann die nur ablegen. Okay. Nicht ins Lager packen. Warum geht das denn nicht mehr? Das muss man jetzt nicht so ganz verstehen, ne? Naja, oh ja, stimmt, die Popcornmaschine. Die habe ich aus einem Geschenk bekommen. So. Stellen wir die auch mal auf. Finde ich ganz cool bestimmt. Was ist das überhaupt? Balkonteich. Oh wow, schön. Behalte ich. Die Popcornmaschine stelle ich mal. Ich denke mal, die wäre gar nicht mal schlecht, wenn ich die, ich weiß gar nicht, wie rum die gehört. So, schätze ich mal. Und jetzt hebe ich die noch ganz dahin. Oh, wie cool, dass es auch mit den Rädern sich so bewegt. So, ja, hier, so, okay. Also in der Mitte fehlt auf jeden Fall noch irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Okay, Kescher und Angel. Und Schaufel habe ich. Was fehlt denn noch? Eine Axt, eine Wackelaxt. Okay. Muss ich mir jetzt wieder alles neu craften halt, ne? Aber gut.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, so rum habe ich es gehabt. So. Gießkanne. Da dann die Schleuder hin. Und dann fehlt noch die Axt. Ah ja, und natürlich die Leiter. Oh mein Gott. Ich habe schon echt viel zurückgelassen. Aber ich habe ja das Holz. Deswegen nehme ich das einfach mal mit. In die Tasche. In die Tasche. Und in die Tasche. Und dann craften wir einfach mal alles, was wir noch brauchen. So. Wir haben hier direkt. Also erstmal eine Wackelaxt. Ist ja ganz wichtig. Was ist denn die Axt? Oh, Steine brauche ich noch. Alles klar. Dann das habe ich, das habe ich. Eine Schaufel habe ich. Kescher habe ich. Gießkanne habe ich. Sprungstab und Leiter. Genau. Nehme ich das nächste Mal, glaube ich, nicht mehr mit auf so eine Insel, aber gut. Weitermachen. Wir müssen auf jeden Fall dann auch noch die neuen Bewohner. Ich habe gerade schon wieder den Namen vergessen. Christine, glaube ich. Oh, jetzt bin ich mir nicht. Ja, ich glaube, ich habe gerade keine Leiter gecraftet. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Die Leiter. So, mal gucken. Ja, perfekt. So. Was habe ich denn da überhaupt? Platzieren, den Antisekretär, ja, den finde ich gar nicht mal schlecht. Dann werde ich mal den hier direkt nebst das Crafting-Teil hinstellen. Und schieb das mal ein Stück nach da, so. Antisekretär platzieren. Gut. Staubsauger. Ah, der Staubsauger sollte eigentlich irgendwo in der Ecke. Habe ich da vielleicht Platz? Nee, nicht wirklich. Ich habe halt nichts für die Mitte. Ich weiß noch nicht, was ich da hinstellen soll. Vielleicht eine Couch oder so. Oh, einen gelben Staubsauger. Gar nicht mehr schlecht. Macht der auch Geräusche? Ah ja, aber das machen wir lieber wieder aus. So, ich muss jetzt noch eine Sache kurz machen. Mehrere auswählen. Und zwar das hier muss alles. So, perfekt. Okay. Jetzt, wie gesagt, noch Steine. Habe ich hier hoffentlich. Ja, 9 Stück. Oh, genügend. Auf jeden Fall. Lager. Wow, 18 von denen schon. Das ist sehr cool. Die Hose behalte ich. Die ist cool. Die gefällt mir. Und da kommt jetzt noch eine Axt hin. Perfekt. Ups. Falsch. Okay. Etwas geherstellen. So. Dann haben wir alles. Okay, sehr gut. Die Wackelaxt ist fertig. Genug fürs Erste. Kann ich die zwei Sachen, obwohl ich die auch draußen mir holen könnte, trotzdem packe ich die mal wieder weg. So, und dann geht's raus. Okay, sehr cool. Hat jetzt eine Zeit lang gedauert, aber wir müssen uns auch fürs Umgestalten ein bisschen Zeit nehmen. So. Dieses erste, was ich heute machen würde, ist eigentlich wieder zu Sina gehen. Hast du schon wieder einen. Guten Morgen, Noni. Schön, dass du dich mal wieder hier blicken lässt. Womit kann ich dir heute dienen? Zeig mir denn. Hast du immer noch dasselbe Angebot oder. Nein! Warum ist die zweimal hintereinander hier? Aber finde ich nicht schlecht. Die Laborbrille finde ich ganz cool. Ist gekauft. Genauso wie diese Jogginghose. Die ist auch ganz cool. Gerne doch. Danke. Und dann noch diese Zweifarbpose, die ich auch wirklich cool finde. Die nehme ich auch noch. So, das Geld habe ich ja wohl dafür. Ah, okay. Danke, möchtest du sonst noch was? Nee. Danke und bis zum nächsten Mal. Also mir hat auch jemand geschrieben, dass man alles kaufen soll, aber er war sich nicht sicher, der gute Leo. Deswegen, ich weiß halt nicht, ob ich mir Röcke und Hüte und so kaufen soll oder ob das überhaupt einen Sinn macht. Ich glaube halt nicht, dass das wirklich Sinn macht. Deswegen lasse ich es auch einfach mal und irgendwann werden die schon ihre Schneiderei aufmachen. Er will mit uns reden, alles klar. Oh, hallo Noni. Dein Zuhause. Es ist jetzt viel geräumiger, oder? Etwas mehr Platz ist nie verkehrt. Dann gäbe es noch eines, nämlich die Kosten für den Umbau. Das macht dann 198.000 Sternis. Ach so, bitte für Rückzahlen. Für was? Bitte führe Rückzahlungen für wie zuvor über den Bankautomaten des Nookportals durch. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, ja. Cool. Oh, schon wieder neue Sachen hier. Ein Cartoon schon wieder. Okay, ich nehme trotzdem alles mit.
Holen wir uns erstmal wieder unsere 300 Meilen. Cool. Damit haben wir 8000. Und erst jetzt gucken wir mal, was es hier so gibt. Bambuszaun. Oh mein Gott. Japanische Mauer. Beides geil. Aber 2000. Oh, es tut weh. Okay. Tut weh. Ach, egal. 2000 Meilen. Weg damit. Ja, einlösen. Japan-Mauer wird gedruckt. Und auch die Bambusmauer hole ich mir, weil die einfach cool ausschaut. Beziehungsweise der Bambuszaun. Ja, bitte. Den Bambuszaun. Das Ding ist, warum sollte man sich das öfters kaufen? Das ist ja mal wieder hier typisch Abzocke vom Tom Nook, ne? Bambuszaun wird gedruckt. Ich habe auch schon gesehen, dass Keks hier jetzt ein bisschen rumläuft. Und nicht den ganzen Tag nur schläft. Nee, mehr will ich nicht. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, aber Moment, Moment. Ich will ja auch noch meine Sternis ausgeben, nicht nur meine Meilen. Ja, Garten. Oh, jetzt gibt's die hier wieder. Ich könnte sie mir kaufen, aber 35.000 Sternis ist mir echt zu viel. Muss ich leider sagen. Wieder dieselben Sachen, nur das ist neu. Ja, Herr KK wird geliefert. Hier sind es immer noch dieselben Sachen, ne? Ja, ich habe mir das schon mal überlegt, ob ich mir ein paar Sachen... Also ich habe ja das und das. Das finde ich eigentlich auch cool. Ja, da wir jetzt so viel Geld haben, bestelle ich mir die Sachen einfach. Das hier, dann diese Dekoration ist ganz cool. Und das okay Motorschild, alles klar. Ja, aber die Wägen brauche ich nicht. Alles klar. Frage ist, ob ich jetzt wirklich jederzeit auch diese besonderen Items nachbestellen kann. Wenn das so ist, dann sollte ich vielleicht doch nochmal alles kaufen, damit wir... Wenn wir jemals doch nochmal so ein Wohnmobil brauchen, es uns holen können. Ach, und Moment, wir müssen doch noch zu Nook, weil wir haben noch nie die Brücke eingeweiht. Das ist jetzt auf jeden Fall wichtig zum Nachholen. Das geht ja gar nicht. Ah, Noni, hallo, hallo. Was darf sein? Nein. Nein, nein, ach so, ja, ja, passt schon. Ich brauche keine neuen Schulden. Alles gut. Was soll ich tun? Ja, ja, die ewige Frage. Ich wüsste nichts, was ich dir noch raten kann. Was? Alles klar. Okay, er hat nicht mal... Aber die Brücke, haben wir die schon... Was? Die haben wir noch nie so gefeiert. Oder ich kann mich zumindest gar nicht dran erinnern. Aber gut, dann halt nicht. Die Brücke wird halt dann doch nicht befeiert. Die wachsen nicht. Ja, das weiß ich schon. Oh, Keks. Na du? Morgens ist die ganze Welt Wunderbärchen. Ich will plaudern. Eine weitere klasse Tag auf Präludien, Clef. Wie kann er eine Schlafmütze sein? Ich verstehe es nicht. Hallöchen, brauchst du was? Ich wollte mit dir reden. Hast du das die Ergebnisse der Akademie des Schönen Hauses gesehen? In meinem Stand voll okay und so, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Ich würde gern mehr Leute kennenlernen, die diese Bewertung abgeben, Clef. Jetzt ist er doch so ein bisschen verträumt gewesen, alles klar. Sehr cool, dann ist er vielleicht doch noch eine Schlafmütze, wer weiß das schon. Ich auf jeden Fall nicht, weil er kommt mir wie gesagt überhaupt nicht so rüber. Aber gut. Mein Gott, direkt der Sterni-Bombi, Sterni-Dings hier wieder, ihr wisst schon Bescheid. Der Sterni-Stein, so. Jawohl, gönnen wir uns... Ein bisschen Money. Das ist auch wirklich wieder die Löcher da. Aber nur eins. Damit wir wissen, dass wir hier schon waren. Beziehungsweise, eigentlich wäre es immer nice, wenn ich die drei Steine auf einmal abgräser. Deswegen mache ich das mal kurz. So, und es ist jetzt auch schon bald wieder der März rum. Gott sei Dank habe ich hier schon die Insekten gefarmt. Ich habe zwar jetzt nicht alle mitbekommen, alle Fische. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, ich dachte jetzt schon, können wir bitte das Eisenerz droppen. So, da ist es. Übrigens, Rohstoffe solltet ihr niemals verkaufen. Lieber etwas draus craften. Da kriegt man dann um einiges mehr. Ich mache jetzt doch alles mal zu. Weil ich habe dann einfach die drei Steine hier und dann passt es. Von den 5, 6 Stück, die ich hier habe in meinem Dorf. Zack. Okay, und danach gehen wir in Nux Laden. Also in Schlepp und Neps Laden, besser gesagt. Mann, ich habe heute echt kein Glück mit dem Stein, ne? Ja, jetzt ja. Hey, drei hintereinander, 4 sogar. Gut, ich nehme es zurück. Es war doch gar nicht mal so schlecht, meine Ausbeute.
Und wir müssen auch noch mit Steffen natürlich reden und mit Nora. Dürfen wir auch nicht vergessen. Es gibt wieder so viel zu tun. Wie gesagt, jedes Mal, wenn man einen neuen Tag hier in Animal Crossing startet, gibt es einfach Unmengen viel zu tun. Ich schau mal, vielleicht ist sie ja gleich zu Hause. Ihr Dings ist übrigens... Nein, okay, sie ist unterwegs. Ich bin nicht zufrieden mit diesem Haus hier. Das werde ich auf jeden Fall mal umplatzieren. So, aber ich wollte ja in den Laden. Schau mir mal, was die so im Angebot heute haben. Ich bin gespannt. Ein Totenkopf-Willkommen-Schild. Okay. Was ist das denn? Das ist ein Messerblock. Oh mein Gott, ja, das ist ja voll cool. Das ist bloß von der Seite, sieht man es nicht so gut, muss man sagen. Okay, dann die Kaktusse. Kakteen, sorry. Das ist das Zwerg-Kaktus-Set. Möchtest du es haben? Ja. Vielen Dank. 400 Sternis. Das ist hier wahrscheinlich etwas teurer, ne? Aber nicht so richtig Geiles heute dabei, muss man schon sagen. Dafür gab es gestern ja nur geiles Zeugs. So, und soll ich das jetzt mir holen? Ich finde das eigentlich nicht so geil, so ein Willkommensschild mit so einem Totenkopf. Ich hole mir auf jeden Fall mal ein paar Blumen. Oder was habt ihr denn hier? Oh, das finde ich gerade cool. Lila Puzzleboden, das wäre für so ein Bad voll cool. Aber an sich nicht so geil. Habt ihr irgendwas Neues? Ja, bist du der Bastelboss? Oh ja, das... Ja, bin ich. Bist du der Bastelboss? Ist ein digitales Buch mit Bastelanleitungen. Ein digitales Buch. Der Preis beträgt fast 7000 Sternis. Nehme ich. Vielen Dank für deinen Einkauf. Okay, dann haben wir alle Bastelbücher. Dann wollen wir mal die Anleitungen an... Von Bissel, der Bastelboss, an dein Nook-Phone hochladen. Alles klar, mach das. Ich will auch mein Design gar nicht ändern von meinem Handy, weil ich das einfach mega cool finde. Und fertig. Wir hoffen, du hast viel Spaß mit den neuen Anleitungen. Gäb's sonst noch was? Ja, mal gucken. Also zum Beispiel, also von den Früchten schon mal nicht. Blau Geschenkpapier. Weißanemone, Windrit. Die kommen mir alle so bekannt vor als Hornveilchen. Die kenne ich noch nicht. Papageitulpen sind rote Tulpen. Da haben wir wirklich genügend auch. Aber ja, die Hornveilchen, dann nehme ich doch 5 Stück. Vielen Dank. Okay. Kein Problem. Ach, Moment, habe ich gleich mal noch was. Erstmal die 2 Zäune vielleicht erlernen. Das sind nämlich gleich 2 Spots, die man gut verzichten kann. Auf die man gut verzichten kann. So. Ich weiß, wie man eine Japanmauer herstellt. Nee, eigentlich nicht. Eine Messerblock will ich behalten. Cartoon kann weg, eigentlich. Was ist das Schlabber-Shirt? Ah, finde ich nicht so geil. Aber es ist halt komplett schwarz. 2 Farbhose. Passt halt überhaupt nicht. Ich finde die Jeans so cool. Die behalte ich jetzt auch mal an. Bügelbrett kann weg, eigentlich. Ja. Das Bügelbrett. Das Bügelbrett und der Cartoon. Habe ich zwar gerade erst wieder gekauft, aber wenn ich schon hier bin, dann verkaufe ich das auch gleich wieder. Wie kann ich ihn behalten? Ich will was verkaufen. Wir dürfen leider aus steuerlichen Gründen sonntags keine Rüben ankaufen. Also, was möchtest du verkaufen? Ja, ist in Ordnung. Ich wollte gar keine Rüben verkaufen. Aber gut. Oh, die Laborbrille müssen wir noch aufsetzen. Gibt's nicht wie 300? 600 Sternis. Okay. Mehr als ich dachte, ne? Aber ich habe 2000 dafür bezahlt, so ungefähr. Cool, ziehen wir die Laborbrille mal an. Oh ja, mir gefällt sie. Vielleicht noch umgestalten und dann schaut sie noch cooler aus. Mach sie mal orange. Deswegen finde ich auch diese Brille, diese Socken einfach so geil. Diese Farbkombi ist auch mega. So. Wird jetzt erstmal hier. Oh, da ist eine Zuchtrose. Zuchttulpe, nicht Rose. Und die Flaschenpost. Sehr cool. Ich bin mir leider nicht sicher. Man kann ja immer an den Blättern erkennen, was das für Blumen sind, aber ich kann mir das nicht merken. Aber gut. Gießkanne. Habe ich ja noch eine. Warum auch immer die da nicht wachsen. Die Bäume. Verstehe ich nicht. Muss ich ja leider sagen. Oh, jetzt hoffentlich ist alles gegossen. Sehr cool. Die anderen muss ich auch alle gießen. Oh, da ist wieder eine Biene. Alles klar. Perfekt. Oh, und wir mussten anscheinend auch als Aufgabe Blumen gießen. Und ich habe das Gefühl, von Weiß kann nur Weiß hier auch wieder rauskommen. Ich bin mir nicht sicher.
Jedenfalls haben wir uns ein neues Rezept. So. Und zwar von dem guten Mareile. Hallöchen, du Glückspilz. Ich habe letztens. Ach, was soll's? Geht dich eh nichts an. Jedenfalls fiel mir diese Bastelanleitung ein. Und dann dachte ich mir so, warum teilst du es nicht mit jemandem? Der Rest liegt an dir. Das Riesengenie Mareite, Bauklotztisch. Kenne ich bereits. Ja, was mache ich jetzt damit? Kann ich es verkaufen, vielleicht eine Bastelanleitung? Oder ich werde sie mal behalten und vielleicht dann irgendjemand senden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da die Äpfel gewachsen. Die können wir eigentlich auch verkaufen. Aber das mache ich natürlich ohne euch. Habe ich jetzt noch was? Ja, eigentlich das alles in mein Lager, außer die Stachelschnecke. Und den Kaktus kann ich den vielleicht hier noch irgendwo... Oh, ich will nicht so viel eigentlich. Den tue ich auch mal noch. Ich werde alles in mein Haus packen. Ach, und wir wollten uns ja einen Tisch craften, stimmt. Jetzt haben wir einen. Beziehungsweise den kannten wir eigentlich schon. Wow, es ist so groß. Hatte man schon immer so viel Platz? Ich weiß es nicht. Ah ja, Moment. Also. Zack. Brille raus. Dann ins Dings. Da brauchen wir wahrscheinlich gleich Holz für den Ding, für den... Was rede ich eigentlich? Wir brauchen wahrscheinlich Holz für den Tisch, aber jetzt will ich erstmal meine Brille umgestalten. Ich hoffe, das funktioniert. Natürlich nicht. Aber die Gießkanne kann ich um... Ja, dann mache ich das mal. Was gibt's denn da zur Auswahl? Nur die Farbe? Nicht das Design? Nee. Brauche ich nicht. Muss ich sagen. Schade, ich dachte eigentlich, dass ich die Brille, ja, umgestalten kann, weil sie... Laborbrille mit einem Mundschutz. Das passt so super toll. Ich find's so geil. So. Also wir haben jetzt auch mehr Platz im Lager, ne? Weil mein Haus erweitert wurde. Ist sehr cool. Werde ich gleich mal mir angucken. Achso, ne, nicht den Messerblock. Der muss erstmal ins Lager. Mein Gott. Kriege ich es jetzt auch mal gebacken. Zwergkaktus platzieren. Sehr cool. Ich finde die cool. Oh, aber es passt hier ganz gut hin. Aber jetzt, wie gesagt, werde ich mir erstmal einen Tisch craften. Deswegen schauen wir mal, was wir dazu brauchen. Einrichtung. Wow. Spülschrank. Das sieht auch ganz cool aus. Ach, das sind die neuen Items. Holzwaschtisch, der Steinofen und Eisenholz, Spülschrank. Wow. Sieht alles... Und das Kochfeuer. Was braucht man denn dafür? Bambus. Ja, gut, ne? Daran bleibt es dann auch schon. Aber man sieht auch, was man customizen kann. Okay, ich glaube, ich werde mir jetzt einfach diesen dicken Tisch da. Bauklotzset brauche ich. Und Weichholz. Alles klar. Und fürs Bauklotzset braucht man nochmal Holz, ne? Wo ist denn das? Oh. Was ist das denn? Holzblocktrommel. 3 Holz. Das werde ich mir machen. Ich brauche Weichholz und Holz auf jeden Fall. Achso, und dich wollte ich. Geht das? Soll ich jetzt damit machen? Ich bin gespannt, ob ich es verkaufen kann. Ich leg's mal dahin. Und warum habe ich hier die Hose noch? Ins Lager. Also wir verbringen heute sehr viel Zeit in meinem Zuhause, Tatsache. Wir haben jetzt schon 120 Items. Oh je, es wird immer unübersichtlicher. Ich merke schon. Okay, also wir brauchen erstmal... Ups, nicht. Da nehme ich gleich mal das hier. Weichholz. Und was war es jetzt noch? Oh je, mein Gedächtnis ist am Start. Hab schon wieder verpeilt. Naja. Ah, normales Holz. Moment. So, jetzt habe ich es wieder gecheckt. Moment, normales Holz. Habe ich auch am wenigsten, wie ich sehe. Alles klar, gut. Dann stellen wir uns dieses coole Ding her, diese Trommel. Die sah echt mega nice aus. Ah ja, erstmal das Bauklotz-Set, das brauchen wir ja. Cool. Weitermachen. Ey, diese Laborbrille ist echt mega nice. Ich kann es nicht anders sagen. Dann die Bauklotz-Trommel, 3 Holz, kann ich ja wohl dafür ausgeben. Die Holzblock-Trommel ist fertig. Dann werden wir gleich mal ein bisschen Musik machen. Und jetzt noch die Einrichtung. Und zwar diesen großen Tisch. Wo ist denn der jetzt? Ah, hier. Perfekt. Oh, ich habe genau richtig Weichholz. Das heißt, aber ich muss auch wieder Weichholz farmen. Der Bauklotztisch ist fertig. Genug fürs Erste. Den stelle ich jetzt einfach mal mitten in die Mitte. Hier so. Bauklotztisch platzieren.
Ja, der ist schön groß, genau sowas wollte ich. Und vielleicht noch eins hier hin. Alles klar, da kann ich jetzt mal das hier draufstellen. Endlich platzieren. Oh mein Gott. Bauklotz Trommel. Kann ich? Okay, schade, nur ein Sound. Ah ja, und natürlich. Oh mein Gott, wie cool. Ich klappe jetzt natürlich an. Hey, wie geil. Was ist das für eine Musik? Die finde ich so geil. KK Melodie. Ach, einfach die Melodie. Alles klar. Oh mein Gott, wir dürfen nicht zu viel in unserem Haus uns verirren. Und ich verlieb mich also in mein Haus, muss ich sagen. Ja. Bisschen, ja, blöd jetzt gelaufen, aber naja. Zack, ins Lager, perfekt. Wir könnten auch mal den ersten Teil des Kredits abbezahlen, zumindest heute. Was heißt so, die ersten 95.000 Sternis, ich meine, wir haben dann immer noch über 100.000. Das wird nicht das Problem sein. Jetzt gehen wir den zweiten Bewohner besuchen. Wow, also Keks ist doch sehr aktiv, muss ich sagen. Hier wohnt ja Keks, ne? Hier wohnt Keks, alles klar. Und da ist auch schon das zweite Haus. Und zwei Fossilien sind hier gleich mal. Kristen. Christine. Christine, glaube ich. Kaum mal. Also ich werde jetzt irgendwie sprechen. Ab nächsten Part wird sie wahrscheinlich ganz anders gesprochen. Aber dann bleibe ich fest, so wie bei. Oh mein Gott, wir haben ein. Das ist ein Nilpferd, wie cool. Hallo, hallo, ich bin gerade erst hier auf Preludien angekommen. Mein Name ist Christine. Und du musst Noni sein. Supi toll, dass wir uns kennenlernen. Wir werden sicher gute Freunde. Wie du siehst, bin ich gerade mitten im Auspackstress. Aber danach musst du unbedingt mal vorbeikommen. Du wirst durchdrehen, wenn du siehst, wie süß und stylisch dieses Zimmer dann aussehen wird, Blubber. Oh, ich finde sie ganz cool. Die Stimme bleibt jetzt erstmal so. Bis zum nächsten Part, es tut mir leid. Wir haben tatsächlich nur hier diese Bonus-Mine, Sirius oder sonst noch was. Nee. Der Traum vom Eigenheim, ah ja, weil ich geupgradet habe. Jetzt kriege ich es erst, wenn ich 5 Upgrades habe, Sirius. Alles klar. Da erwartet uns ja doch noch einiges und ich habe nicht mal alle eingesammelt. Okay, ja, Bambus. Ist jetzt so das große Problem, ne? Aber gut, tschüss, Christine. Werde ich dann im nächsten Part genauer kennenlernen, wenn du draußen rumläufst. Darauf freue ich mich. So. Oh mein Gott. Warum ist er so aktiv? Er ist doch ein Pfaffins. Und da ist Nora. Ha. Dann haben wir doch noch alle heute. Nee, Steffen fehlt noch. Upsi. Aber Nora, was machst denn du hier am Strand? Oh, nicht sie umrennen. Ah, da ist auch diese Rübendame. Aber die werden wir dann im nächsten Part ansprechen. Warum sind alle heute so hyperaktiv? Was? Frage ich mich wirklich, warum. Hi. Ganz schön früh unterwegs. Könnte man neidisch werden, wenn man denn wach wäre. Lassen wir uns quatschen. Das Leben auf einer einsamen Insel hat was, wie? Unsere Insel gar nicht so einsam, wie man sieht. Wahrscheinlich im nächsten Mal würden wir dann schon den dritten Bewohner und bei uns den fünften bekommen. Oh mein Gott, die rennen mich hier alle noch gleich um. Ich sag's euch, Leute. Aber gut. Ich würde sogar sagen, das war's für den heutigen Part von Animal Crossing, beziehungsweise für den jetzigen Part von Animal Crossing New Horizons. Es gibt natürlich noch ein Part 2, sonst hätten wir ja die Rübendame hier vergessen. Ach, was machst du denn hier gerade, Steffen? Und er zieht immer noch mein Hemd an. Hey, Noni, perfektes Timing, Copy. Sieh mal. Was ist denn das? Ich habe ein Feuerholz angefertigt, eigenhändig. Die Idee ist mir noch nicht beim Joggen gekommen. So bei 33 Kilometer. Meiner ersten Runde. Du siehst, wozu Langstreckenlaufen gut sein kann. Die Birne joggt mit. Merkt ihr das? So, ein Bastelprojekt ist wie ein richtig hartes Training und somit genau das Richtige für mich. Also, möchtest du das Feuerholz mal probieren? Ja, wie wird's denn gemacht? Du hast Glück, denn ich habe mir Notizen gemacht. Ich kann es jetzt einfach weitergeben. Alles klar, danke schön, lieber Steffen. Es lohnt sich, die Bewohner zu besuchen. Ich hoffe, meine Schrift ist leserlich und du kannst was sehen, Hoppy. Okay. Feuerholz. Erlernen. Ich weiß jetzt, wie man Feuerholz herstellt. Das möchte ich jetzt dann doch nochmal ansehen. Was ist denn das?
Feuerholz. Das neue ist ja immer ganz oben. Oh, voll cool. Einfach 8 Holz und dann kriegt man so ein Feuerholz. Alles klar, aber wie gesagt, das war's. Wir sehen uns.